Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. In den letzten Folgen passierten einige unvorhergesehene Dinge, wie auch diese Astrainerin hier, die mir mit ihrem Dicktri und ihrem Dodi auf jeden Fall richtig Ärger machte. Ja, heute ist die Route 15 ins Haus. Und als erstes, ich weiß, ich sehe dich, du stehst da mit zur Wand, aber... Gesicht zur Wand. Vorher möchte ich aber noch gerne was holen. So, nach Fuxane City reinkommen. Aber diese Kämpferin möchte kämpfen. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Natürlich, klar, gerne. Warum nicht? So, Picknickerin Lina. Mit einem Tangela. So, Evoli. Versuche ich mal aufzusetzen. Ich weiß nicht. Ach, scheiße. So, gut, wenn sie sich weiterentwickeln, habe ich No-Mod. Ich glaube, es entwickelt sich sogar mit Level 38. So, okay. Dann lassen wir es erstmal noch ein bisschen spielen. Ich bin sehr... Ich bin sehr... Ich bin sehr... Ich bin sehr... Ich wechsle dann später hinterher. So, erstmal geht es auf jeden Fall mit dem Flammen auf gegen dieses Blut. So. Quatsch, gegen das Tangela. Und das wird direkt mal weggehauen. Ich habe wieder ein Opfer. Dann Gold gegen das Team. Gocken in ins Rennen. So. So. Donner Lag. So, Picknickerin Lina ist besiegt. Und ich wollte dieses Item hier mitnehmen. Und das ist ganz, ganz unten, nicht ganz unwichtig. TM 47 Surfer. Cool. Die Attacke wollte ich unbedingt mal mitnehmen. Also, die normalerweise kriegst du die als VN. Heißt dann aber hier Wellenritt. So, jetzt nehmen wir erstmal diese Trainerin mit. Alle Trainer, die du hier siehst, sind total stark. Woher ich das weiß? Weil sie persönlich zu dem gemacht haben, sind, was sie sind. Du willst auch stärker werden, das sehe ich. Wie wäre es mit einem Kampf gegen mich? Okay, mach dich bereit. So. Okay, dann machen wir weiter mit einem Kampf gegen Marshock. Den Marshock hatten wir eben schon. Aber du hast bestimmt irgendwas in der Hinterhand, was mir gerade wieder Ärger macht. So. Gut, dann muss ich mit Pulsieraura mal anfangen. Pulsieraura macht hier wahrscheinlich am mehrsten Schaden als mir. Oh nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, Durchbruch. Okay, die hat mal eben schon die Attacke. Krieg ich die denn von dir? So, jedenfalls ist das Marshall schon mal Geschichte. Ja, Evoli kann so ein kleiner Urbaner werden. Was ist ein Magma? Na gut, ich kann auf Nidoking gehen. Surfer mitbringen, ne? Das ist eigentlich geht. Weil bis ich mein Wasser-Pokémon im Team habe, das dauert alles noch ein bisschen. Schaufler. Weil ich brauche keinen Kern. Ich brauche ja mein. Also mein Wasser-Pokémon, das dauert definitiv noch. Das kriegen wir ja später hin. Das kriegen wir jetzt Richtung 7. Orden hin. Weil wir brauchen definitiv noch zwei Orden hier. Dauert das halt alles noch ein bisschen. Oh, ab mit deinem scheiß Feuerschlag. So, tschüss. Und dann krieg ich von dir die TM Feuerschlag mehr, ne? So. Die Dialoge hat großes Potenzial. Hier diese TM ist genau das Richtige für dich. Und es ist tatsächlich die TM 31 Feuerschlag. So, wenn ich Glück habe, ja. Gut, okay, super. Jo. Ich kann mir hier mit dem Versuchbesinnung zu bauen, wenn ich es schaffe. So, haben wir noch ein Item. Und hier ist ein Punker. Route 15 ist jetzt die nächste Route, die auf jeden Fall uns ins Haus steht. Ich gucke mal gerade wegen meiner Heilung. Ich habe ja über Heiler ohne Hände. Übertränke jetzt mittlerweile. So.
Gut, dann gucken wir mal in die TM-Box, ob wir da ein bisschen was weiter, aber jetzt mal ein bisschen was machen können. Also Durchbruch haben wir ja schon bekommen vor einiger Zeit. Feuerschlag. Feuerschlag kannst du erlernen. Sehr gut. Ja, dann müssen wir die du kriegst ein bisschen Dorn davon. Oh, was haben wir denn hier? Ja, ich glaube, die kommt raus. So, Feuerschlag erstmal. Surfer Kadis erlernen, das ist gut. Ach nee, da warte ich noch. Zauberschein kann keines meiner Pokémon erlernen. Und dafür kriegt er es jetzt erstmal noch. Warte mal, was steht da hier? Die TM 13. Für Doppelkick. Stärke 30 ist es. Und du bist Level 75. Ja, mit Safe. Selbst mit der Doppelattacke kriegt's. So, gut. Dann haben wir das auch durch. Warte mal. Wer war das hier? Eisenschweif? Eisenschweif für Raichu? Ja. Ach, da hätte ich Evoli. Raichu wollte es erklären. Keine Attacke, Evoli. Keine Attacke kriegst du. Oh, warte mal. Raichu kann ja. Ach, warte mal. Doch, Evoli kriegt das statt Schaufler. Weil Schaufler hat Nidoking schon drin. Dann kriegt Evoli jetzt Eisenschweif. Eisenschweif ist gar nicht so schlecht. So, okay. Gut, 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 dann passt das so. Gut. Hey, Früchte, Zeit für einen Kampf. Ich habe mir ein paar Pokémon von diesen Loser-System geklaut. So, Punker Bunny oder Buddy. Jedenfalls mit dem Rasoff. Ja, in der diesen Folge erreichen wir dann endlich Fuchsanius. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Kriegen wir die Stadt ein bisschen genauer an. So, aber jetzt erstmal das hier. Die Pulsierer auf Rasoff, weil Rasoff möchte gerade schlagen. Ja. Einsatz natürlich, und das tut's auch. Geschichte. Reicher reicht Level 38. Welche? Slimog. Ja, gut. Okay, klar. Nidoking. Mit Schaufler. Ich hoffe, dass das immer mal ein Erdbeben auf die Reihe mal kommt. Da ich ein Tier im Erdbeben habe, das ist für mich ein bisschen einfacher, dann ein bisschen zu arbeiten. Der Erdbeben können wir, glaube ich, auch jetzt so spät. Ich habe eine Vermutung, wo es das gibt. So, okay. Dann fangen wir das. Oh, das war Schleimbach, das möchte. Ich habe gerade so eine Verteidigung gehabt. Erstverteidigung, ja. Das schon mal down. Jo, der ist besiegt. Gut, Gott sei Dank. Wenn du verlierst, lässt du deine Mutter drüber wachsen, verstanden? Oh mein Gott, warum war die so grob, ey? Panka Arne, aber. Hey, jetzt hat er ein Pokémon, mit dem ich arbeiten kann, und zwar von Typ Gift größtenteils. So, da pulsiert auch an. Und nochmal. Pulsiert auch an.
So, der ist besiegt. Nächster Trainer. Warte mal, den habe ich schon besiegt. Ich finde noch einen weiteren Hypertrank. Und da müsste hier oben eigentlich noch ein Trainer sein oder so, ne? Eine Trainerin jedenfalls, okay. Weißt du, ich lebe ganz alleine daheim. Jetzt habe ich angefangen, Pokémon zu trainieren. Okay, warum nicht? Dann hast du Vulcano. Vulcano ist gut gegen mich. Lupsauger. Oh, hat eine KP. Das ist ein bisschen gewesen sein. Nee, weiß nicht. Ich hab gedacht, dass es noch ein Volltreffer wird. Ah ja, jetzt hat er sich down. Gut, dann holen wir uns den Rest der KP jetzt mit dem nächsten Vulcano. Team, okay. Dann haben wir heute. Kann ich sagen, drei Vulkanus abbringen. So. Gut. Damit haben wir das auch. Diese Schönheit ist besiegt. Die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen was kürzer als die letzten Folgen. So, dann haben wir hier noch eine Trainerin. Und zwar eine, die sich eher auf Vogel-Pokémon spezialisiert. Und wie gesagt, wenn es so... Nein, ich bringe den Spruch nicht. Und es ist immer noch ein Typ. Mein Gott, es ist ein Vogeltrainer. Das sieht immer ein bisschen mit den langen Haaren, dachte ich mir, ja, sieht bestimmt aus wie ein Mädel. Nein, es ist ein Typ. Ich möchte auch nichts dazu sagen jetzt gerade. So, nein, ich stehe nicht auf Jungs. Die Leute, die fragen. So. Aber das tut's auch nicht so Sache. Das ist eine Ehre. Boah, halt auf, dann scheiß Sprungkick. Ah, jetzt kommt der Hochleiter her. Das tut weh. Aber das auch. Tschüss. Mein Gott. Nervensäge. Scheiß Dodri. Gut, der Trainer möchte. Noch um uns ein kleines Five-Duell machen, wenn er. Oder hätte es lieber gemacht? So, haben wir sie dann jetzt alle? Oder kommt da noch irgendwie was? Oder war das? Nö. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich nur knapp eine Viertelstunde gebraucht. Bist du der Junge, der Professor Eis Pokédex arbeitet? Einer von den Assistenten war vorhin bei mir. Welches ist ja noch oben? Was? Moment, was willst du? Ich habe eh nicht viel Pokémon. Ich hab keine 50. Hallo Kev, erinnerst du dich an mich? Ich bin Professor Eis Assistent. Er hat mir gesagt, ich soll dir ein tolles Item geben, wenn du mindestens 50 Pokémon-Arten in deinem Pokédex registriert hast. Also sieht so aus. Hast du 50 verschiedene Pokémon gefangen? Ach du Loser. Warte mal. Nein, lass mich kurz erstmal noch in den Pokédex helfen. Aber nein, du bist trotzdem Loser. Es scheint, du hast erst 46 Pokémon-Arten gefangen. Das tolle Item kann ich erst geben, wenn du 50 verschiedene Pokémon hast. In Fuchsander City gibt es so viele seltene Pokémon, das ist einfach der Knaller. Leider ist es verboten, Pokémon zu fangen, die in der Stadt leben. Ja. Ja. Schade. Eigentlich hätte ich jetzt ein bisschen erwartet, dass wir jetzt tatsächlich noch ein paar Items nochmal Pokémon fangen können. Oh, wir fangen mal an. Ja, wie gesagt, Fuchsander City, das gucken wir uns tatsächlich erst in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Klar, dass man die nicht fangen darf, die Pokémon, weil, ja, ein Abras auch. Wir gucken uns, wie gesagt, das alles in der nächsten Folge, ja, sagen wir. Weil dann steht nämlich auch hier was auf dem Schirm, und zwar die Arena. Aber das machen wir dann wirklich erst, wenn wir durch sind. Mit Fuchsander City. Weil die Arena mache ich immer bis als letztes, weil, wenn ich jetzt, wie gesagt, in die Arena macht jetzt keinen Sinn, weil jetzt in die Arena zu gehen,
Das ist zu früh. So. Gut. Und dann, liebe Leute, würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Die Folge ist ein bisschen was kürzer, als das eigentlich so ein bisschen erwartet hatte. Gut, dafür haben wir ein sehr langes Let's Play gehabt heute, das muss ich sagen. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich mache noch ein bisschen was. Ich habe gerade ein bisschen Bock auf Pokémon und ja, ich würde sagen, wir machen hier Feierabend und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann gucken wir uns ein bisschen in Fuchsania City um und ja, mal schauen, was hier noch so zu entdecken gibt. Und vielleicht fangen wir hier unser nächstes Teammitglied. Aber auch nur vielleicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Bis dahin. Tschüss. Yeah.